Das kriegen wir so aufgerissen, ne? Das kriegen super, wir. Da steht schon Warning. Wenn da schon Warning dran steht, ne? Da steht da? Ja, Warning. Schön ordentlich reißen, kräftig draufhauen, gucken, was passiert. Hallo Freunde und herzlich willkommen zum Teil 2 des Riesen-Temo-Unboxings zusammen mit Bella. Wir haben euch im letzten Video schon eine ganze Menge von den Artikeln gezeigt, die wir bei Temo bestellen könnten. Und jetzt geht's heute weiter mit diesem riesigen Paket. Danke für alle, die den ersten Teil gesehen haben. Wer den ersten Teil verpasst hat, zeigen wir euch jetzt hier nochmal. Der guckt zuerst dieses Video, damit er weiß, wo es jetzt hier rum geht. Also legen wir los mit dem Unboxing des Teil 2 des riesen Temo Unboxing Pakets 2024. Leck mich am Arsch. Bella, wie immer, wird ein Teil rausziehen und dann sehen wir uns das an. Los geht's mit einem, ich habe irgendwo immer mein Victorinox Unboxing Messer. Wer das nicht gesehen hat, ganz genau, geht nochmal auf das Video Temo mit dem Victorinox Klon. Muss ich mal sagen, Klon, ist ja natürlich ein Klon, ist nicht das Original, aber super. Gerade zum Unboxen habe ich das nur noch. Du hast halt alles dran, was du gebrauchen kannst, macht wirklich eine Menge Spaß. Hörst du auf zu lünkern? Ich schon wieder nur am Lünkern. Da kannst du nicht eine Sekunde weggucken, ne? Ich weiß ja auch nicht, was da drin ist. Ich habe doch keine Ahnung. Sag, was haben wir denn jetzt hier drin? Ich glaube, das ist... Ich weiß nicht. Okay, wir haben hier ein paar Stangen. Wir haben hier ein paar Nuppis. Und wir haben hier... Ah, jetzt weiß ich. Das habe ich mir ausgesucht. Und zwar, zack, wir haben hier wieder eine wunderschöne Folie. Wir haben hier wieder... Ja, ist richtig. Ja, jetzt weiß ich, glaube ich. Wir haben hier eine wunderschöne Folie. So, der Karton ist wie gesagt leer. Der fliegt wieder nach außen. Und wir haben jetzt hier... einen kleinen Zettel, der uns verrät, was das Ganze ist. Und zwar ist das ein Multifunktionsbügelsystem für zum Beispiel Hosen. Kann man das sehen hier? Ja, kann man zum Beispiel sehen, ne? Da. Und zwar muss dieses ganze Ding hier natürlich zusammengebaut werden. Ich gehe mal davon aus, dass die hier so reinkommen. Zack. Was ist denn hier los? Jetzt kommt der nächste da rein. Guck mal. Ich glaube, ich mache das gerade falsch. Ne? Die kleinen kommen da rein. Ne? Ist richtig. Die langen kommen da gar nicht rein. Also, wir haben hier den kleinen. Der kommt da rein. Zack. Und dann passt das ganze Ding. Das ist Nummer 1. Dann haben wir hier den nächsten. Selbst erklären. Also, da oben die kleinen. Die werden hier alle durchgesteckt. Zack. So, Freunde. Und dann haben wir das hier alles zusammengebaut. Und ich gehe mal davon aus, dass die Nuppis hier dafür sind, die hier am anderen Ende reinzustecken, damit der hier nicht mehr rausfällt. Ist richtig. Ich mache das jetzt nicht bei allen. Also wie gesagt, der Nuppi, der kommt hier überall drauf, damit der Teil nicht rausfällt. Und jetzt haben wir hier aber einen kompletten Kleiderbügel, den wir hier auch natürlich aufhängen können. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, mehrere Hosen aufzuhängen. Dann geht alles schön nach unten, verbrauchen dann aber logischerweise nur einen Platz im Schrank. Weil ich große Klasse finde. Schön ist auch, man hat hier unten ebenfalls noch einen. Das bedeutet, man könnte das Ganze jetzt hier auch drehen. Welchen Sinn das jetzt hat, kann ich euch nicht sagen. Das müsst ihr selber rausfinden. Ich gerade kann es nicht sagen. Vielleicht finden wir das auf der Homepage nochmal. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ach, Bella hat völlig recht. Manchmal ist der Hobby auch ein bisschen doof. Bella hat völlig recht. Guck mal hier. Zack. Wenn ihr das nämlich hier so mit den zwei Bügeln so auf die Kleiderstange hängt, dann hängen die Sachen natürlich gerade runter. Und wenn ihr zum Beispiel Frauenblüschen oder Hemden habt, die nicht so aufgehängt werden können, weil sie fallen, sondern so, dann hängen die natürlich gerade und schön runter. Also, dafür sind die zwei Haken. Ja. Eine 2-in-1-Funktion. Ich finde das wirklich großartig. Also wirklich super. Cool. Ach nein. Und zwar wollte ich das haben, weil, wer das Video nicht gesehen hat, verlinke ich euch hier nochmal. Schaut euch das mal an. Wir haben nämlich auch schon bei Temo bestellt und haben geguckt, welche geilen Schrankoptionen es gibt, um das Ganze ein bisschen besser zu machen und den Platz bestmöglich auszunutzen. Wer das Video nicht gesehen hat, schaut sich das nochmal an. Und das hier rundet die ganze Sache nochmal ab. Denn in dem ersten Video ging es nur um die Boxen. Und hier haben wir jetzt halt mal ein Kleiderstangen. Das ist schon cool. Kleiderstangen, wie nennt man das? Kleiderstangen auf Kleiderbügel, Mikrofix-Adapter. Ich habe keine Ahnung. Wie? Voll geil, oder? Ja, voll. Also finde ich wirklich super. Ja, gut. Großartig. Und weiter geht's. Und weiter geht's mit dem nächsten Paket von der Bella. Tada! Mein Unboxing-Messer. Zack. Ah ja. Das hat Bella sich rausgesucht, aber obwohl Bella sich das rausgesucht hat, weiß ich schon wieder nicht, was das ist. Komm, ich nehme dir das ab. Die Bella hat sich gedacht. Wenn wir am Wochenende, ist immer das Gleiche, ne? Wenn wir am Wochenende unsere Eier machen, wir essen wahnsinnig gerne Eier. Also ich liebe Eier, Bella liebt Eier, der Junge liebt Eier, alle lieben Eier. Eier, Eier, Eier.
Sag ja Eier, wir brauchen Eier. Also, das hier sind die kleinen Einleger für die Bratpfanne. Wir haben hier ein Herzchen. Dann haben wir hier den Hügel. Ach so, den können wir so hochklappen. Sieht man. Ich komme mal wieder näher, ne, Freunde? So, alles klar. So, das kennt ihr wahrscheinlich schon aus dem Restaurant oder wie auch immer. Wir haben jetzt hier ein Herz. Wie gesagt, der Bügel, der war hier einmal so eingeklappt. Dann kann sich das Ganze wunderbar im Schrank verstecken. Wir machen den hier hoch. Dann hat man den zum Festhalten. Jetzt kann man hier das Ding in die Bratpfanne legen. Das Ganze haben wir dann hier noch einmal in einer runden Version. Das Ganze haben wir noch einmal hier in dieser Blümchen, von mir aus auch Sonnenversion. Wie gesagt, die kann man dann immer hier hoch machen. Und das Ganze haben wir noch einmal hier in der Sternversion. Zack. So, unsere Förmchen probieren wir jetzt auch einmal aus. Pfanne auf dem Herz. Herzchenform. Eichen. Zack. Die Pfanne ist schon vorgeheizt natürlich. Einmal da reingelassen. Bumm. Wenn man das Eichen dann soweit hat, dann sieht er ganz schön aus. Aber wie kriegt man das jetzt da raus, ne? Weiß ich auch nicht. Zack. Oh ne, da muss ich aber wirklich sagen, das geht aber. Guckt das Herz in neuen Form. Einmal mit dem Messerchen langgeschrubbt. Aber ich hätte jetzt wirklich gedacht, das reißt völlig auseinander. Das ist nicht passiert. Wäre das jetzt völlig auseinandergeflattert, hätte ich gesagt, finde ich nicht so toll. Aber da das jetzt wirklich relativ leicht ging, finde ich das okay. Klar, das Eichen, das braucht ja immer ein bisschen länger. Aufgrund der Höhe der Form natürlich. Aber es funktioniert. Und sieht ganz süß aus. Das ist schön. Ja, und man kann auch rein theoretisch könnte man auch dünne Pfannküßlein machen. Völlig richtig, natürlich. Eier, ne? Klar könnt ihr natürlich auch sämtliche Teigsorten. Jetzt gerade ein. Ist richtig. Bella macht übrigens die besten Waffeln der Welt. Pfannkuchen. Bella macht übrigens die besten Pfannkuchen der Welt. So, und weiter geht's mit dem nächsten Produkt. Okay, was ist das? Ah, da ist er! Bella hat die ganze Zeit Angst gehabt, denn Bella hat was rausgesucht. Ich bin mir also ziemlich sicher, dass das jetzt hier das sein muss. Bella hatte hier was rausgesucht und hat die ganze Zeit Sorge gehabt, wo ist das? In welchem Paket ist das drin? Ja. Weil man nicht erwartet hat, dass das dann tatsächlich wieder rund so ist oder dass da was Rundes drin ist. Richtig. Ja. So, und zwar, zack, zack. Wir haben die ganze Zeit davon gesprochen, die ganze Welt ist nur noch am Zocken, am Daddeln und hin und her. Ist richtig. Selbstverständlich macht das auch unser kleiner Prinz. Und damit der, wenn er in der Zeit, wo er zocken darf, auch schön bequem sitzt. Ha, Freunde, festhalten! Ist richtig! Guck mal, das passt kaum auf die Kamera. Ist das richtig rum? Nein, andersrum. Ich habe immer falsch rum. Ist nicht schlimm. So, hier, guckt ihr das mal an. Bam! Und die Bella ist weg. Und die Bella ist weg, ist richtig. Dann ist eine riesen Smitsch. Das ist ja wohl der absolute Knaller, oder? Freunde, das ist ein wunderschöner Print, sag ich mal. Der sieht echt toll aus, wie immer, muss man wirklich sagen. Kann man hier sehen. Das ist so ein richtig schöner, weicher Stoff, so richtig schön flauschig. Der hat auch eine gewisse Dicke. Da versuche ich mal, da hier einzufangen. Der hat auch eine gewisse Dicke. Der ist also wirklich super. Wie wir schon vom Wohnzimmerteppich kennen. Wer das Video nicht kennt, genau, schaut einfach mal unsere Videos durch. Der hat hier hinten wieder diese schönen, also... Das sind Nuppis, dass der nicht rutscht, aber dass die das jedes Mal hier so geil machen, wisst ihr? Also wenn wir bei uns hier einen Teppich kaufen mit Nuppis, dann sind da so ein paar Dinger dran gebatscht, aber hier sieht selbst die Rückseite schön aus. Da bin ich jedes Mal begeistert. Ernsthaft. So, und dann haben wir hier die riesen Switch mit Loading. Und den kannst du dir dann schön vor das Bett, vor der Konsole oder wie auch immer, dann kannst du dich da hingehen, kannst du dich da hinsetzen. Das ist einfach nur großartig. Ich finde das die wunderschön. Wo ist die Bella? Da ist sie. Alles klar. Was sagt Bella? Schön. Na, Bella sagt natürlich mega, weil sonst hätte er das Ding ja nicht rausgesucht. Wir haben hier, glaube ich, eine Komplettlänge gehabt von, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, war das 1,40 Meter? Ich glaube, das war 1,40 Meter. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, das war 1,40 Meter mal irgendwie was. Wir blenden euch das hier unten nochmal ein. 1,20 Meter mal 40 Zentimeter. Da kann man das ganz normal sehen. Das Ding werden wir übrigens hinterher abschneiden. Ist selbst erklärend, weil das will ja keiner haben. So, da sehen wir nochmal alles. Ist richtig? Okay. Wirklich schön. Sieht wirklich toll aus. Astrein. Ich habe eine Menge Spaß. Damit der Junge sich freuen. Wir wissen jetzt nicht, wer das eher sieht. Der Junge im Video oder tatsächlich oder wie auch immer. Fakt ist, das ist toll. So. Ich bin gespannt. Da ist die Was? Kulturtasche. Ah, Kulturtasche. Die Kulturtasche, wenn wir auf Reisen sind. Ah. Ja, der Robby hat schon eine.
aber... Kulturbeutel, Kulturtasche. Genau. Kosmetiktasche. Ich habe jetzt nicht so eine und habe mir gedacht, ich bestelle mal, weil es war halt alles mit drin. Und ich muss sagen, die sieht so, sieht die ganz gut aus. Okay. Ne? Wir haben hier ein Schweinchen rosa. Ja. Sieht man so in der Kamera jetzt. Ne, genau. Wir haben hier ein Schweinchen rosa. Wir haben von innen ein schönes Gelb. Ist genauso wie die Sortimo-Boxen, die wir im Schlafzimmer haben. Ist wirklich schön. Dann haben wir vorne einen Aufdruck. Da steht Rose, no, no man's land. Wie kann man das lesen? Ich glaube so. Genau. Ich glaube, so kann man es lesen. Yes. Ja. Auf der anderen Seite befindet sich dann ein schön angebrachter Henkel. Das Ganze, wie gesagt, hat hier drin mehrere Taschen. Wir haben hier ein Täschchen. Wir haben hier neben ein Täschchen. Wir haben hier den Schließer. In der Mitte der Abteil trennt. Dieser Teil trennt hier aber auch nochmal ein Fach separat mit Reißverschluss, wo natürlich die Damen ihre ganzen langen Dinger, wie heißt das, Kajal, Augen, Klimper, Dings, da Bumster, ihr wisst, was ich meine, reinpacken können. Hier ist natürlich Platz für alles Mögliche, wie Lippenstifte oder auch Nagellacks. Und dann könnt ihr das Ganze, also hat schon eine angenehme Größe, sieht man das? Also das ist der Boden insgesamt. Cool. Da ist das Inlay, wie gesagt, und dann klappt sich das Ding hier so schön zusammen. Das machen wir jetzt mal. Übrigens ist die Schließe, der Reißverschluss auch hier schön in Gold gefasst. Da ist diesmal, glaube ich, kein Print. Ne, genau, da ist kein Print dran. Das ist einfach nur golden, was nicht schlimm ist. Zack. Und dann macht man das hier Ganze zusammen. Wenn hier natürlich Masse drin ist, geht der Boden nach unten. Und dann sieht das ganze Ding hier nämlich so aus. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Kann man gut sehen? Ja. Das hat also eine schöne Höhe. Und ne. Ist jetzt praktisch hier so. Ja, so viereckig. Also da passt schon einiges rein. Und dann hast du hier den Henkel. So. Und dann kannst du das Ding natürlich hier wunderbar schön mitnehmen in deine Tempelbar. Oder wo man sie auch immer braucht, ne? Oder runter ins Schwimmbad, ins Freibad, zum wie auch Strand. Immer. Zum Strand kann man natürlich auch mitnehmen. Wer braucht, der soll das machen, ne? Ist also wirklich super. Also echt schön. Schönes Täschchen. Gefällt mir. Ja. Prima. Kommen wir zum nächsten Produkt. Kommen wir zum nächsten Paket. Nächste Paket. Weiter geht's. Weiter geht's. Schon dunkel geworden, Freunde. Ist richtig. Und zwar. Heute wird gearbeitet bis in der Nacht. Nur für euch. Nein, doch. Klein. Fipsi. Dem kleinen Fipsi. Wer ist der kleine Fipsi? Richtig. Der kleine Fipsi ist der Hund von der Schwiegermama. Ja. Der jetzt mit Mami alleine ist. Und damit der sich auch mal wieder freut, weil Papi nicht mehr greifbar ist. Ja. Bekommt er ein neues Geschirr. Ein neues Geschirr. Und dieses Geschirr ist hier. Richtig. Und zwar haben wir das in Rot. Mit Schwarz. Ja. Einer wunderschönen Anleinung, die auch komplett hier vernäht ist. Kann man sehen. Das ist also alles wirklich... Das hier ist auch richtig starr. Also, ne, das wisst ihr ja. Wenn er mal fräst, dann packst du den hier an und bringst den ins Auto. Hier ist alles wunderbar schön vernäht. Kann man das sehen? Das ist auch alles wirklich gut vernäht. Auch hier der Plastik. Das ist nicht so ein dünnes... das ist wirklich alles dick. So soll es ja auch sein. Weil wenn das Tier mal anfängt zu ziehen, seht ihr das hier? Das ist also ein richtig guter, dicker Nuppi. Das ist astrein. Dann soll das ganze Ding ja auch halten, ne? Schließe. Versucht das mal hier. So, zack. Zack. Bam. Rastet also auch wunderbar ein. Rückseite, Unterseite, logischerweise verstellbar, falls ihr einen Bierbauch hat oder nicht. Ansonsten haben wir hier dann auch noch, guck mal da, ist richtig. Wir haben einen schönen Protektor, der ja dann hier einmal rübergelegt wird. Wir können den hier unten öffnen. Badam, dann ist das hier die gesamte Länge. Dann geht das Ding natürlich hier einmal rüber. Und auf der anderen Seite können wir das dann hier durchfädeln. Kann man das hier sehen? So, da durchfädeln. Und dann entsprechend auf die Größe anpassen. Zack. Das Ganze dann hier mit dem Klett wieder verschließen. Und dann haben wir hier eine wunderbaren, ihr wisst ja jetzt, wie das funktioniert, ne? Dann haben wir hier einen wunderbaren Projektor. Wie heißt das? Reflektor. Projektor, Reflektor, ja. Der auch hervorragend funktioniert. Reflektionen. Reflektions-Vorderlampengeschirr. Super. Also wirklich astrein. Sieht ganz toll aus. Preis wie immer. Ja. Blenden wir jetzt hier ein. Tolle Sache. Wird der Fipsi sich freuen. Die Mutti und wir uns auch. Okay. Weiter, Schatz. Mit dem nächsten Produkt. Ist für mich auch noch was dabei. Was war denn so noch mit? Scheinbar nicht. Oh doch, da ist es schon. Okay, dann darfst du es doch aufmachen. Da ist es schon, aber das ist nicht per se für mich, sondern selbstverständlich wie in all unseren Bestellungen versuchen wir immer, euch alle zu erreichen. Was bedeutet, jeder von uns verkauft mal Sachen auf eBay. Kleinanzeigen, eBay, Amazon, was weiß ich nicht was. Kleiderkreisel. So, hast du hier eine schöne Tasche. Dass das in einer kleinen Tasche ist, finde ich schon mal super. So, wisst ihr, was das ist? Schreibt mir runter in die Kommentare. Jetzt Pause machen. Was ist das? 3, 2, 1, alles klar. Runter geht's. Habt ihr Pause gedrückt? Wehe nicht. Ich sehe dann alles. Okay. Dann haben wir nämlich hier. Ach so. So, das hier ist unsere faltbare Fotobox.
Das hier ist unser Ladekabel mit Micro-C-Stecker, ist kein USB-C. Und hier ist direkt eine LED-Leiste angebracht. Da haben wir direkt Licht. Hier können wir hinterher mit der Kamera durch. Den Würfel bauen wir jetzt mal eben zusammen. Da haben wir, wie gesagt, das Kabel, Mikrostecker. Und dann haben wir natürlich hier noch, und da muss ich wirklich sagen, also ich habe schon oft solche Zelte gehabt. Ich habe auch ein großes unten im Keller für irgendwelche Produkte zum Fotografieren. Aber ich habe noch niemals so viele Rückwände gehabt mit verschiedenen Farben. Also ich habe immer gehabt, grün, schwarz, weiß, Feierabend. Ne? Einmal für Greenbox, einmal für helle Sachen, einmal für dunkle Sachen. Hier haben wir auch noch rot mit dabei, gelb mit dabei, blau mit dabei, großes Kino. Wir bauen die Box schnell auf und gucken uns das an. Hier haben wir dafür die wunderbare Bedienungsanleitung, wie sich das Ganze gestaltet und wie man das aufbaut. Also legen wir los. Zack. Alles klar, wir haben uns die Fernbedienung, wir haben uns die Anleitung angeguckt. Hier sind so kleine Haken, Nuppis. Zack, die werden hier einfach nur eingesteckt. Ist also alles sehr einfach. Ja, hier sind so kleine Aussparungen, hier sind so kleine Pinne. Und dann werden die einfach nur dahinter gesteckt. Zack, ich zeige das gleich nochmal aus der Nähe, wenn ich das Ding irgendwo habe. Also hier nochmal zu sehen. Wir haben hier kleine Schnitte. Zack, kann man sehen? Ich glaube ja. Da haben wir kleine Schnitte. Zack, da geht das rein. Und hier haben wir dann so kleine Pinnchen. Und die werden dann einfach nur da reingesteckt. Kann man das sehen? Da, zack, da rein. Dazu und dann ist es das schon. Das Ganze hier unten jetzt auch nochmal. Zack, unten oben. So, dann haben wir diesen Würfel. Ach, hier habe ich vergessen. Da auch nochmal. Unten, oben. Zack, zack. Alles klar. Dann haben wir hier unser Kameraloch. Hier ist unser Kamerakuckloch. Das kann man natürlich hier so nach innen und nach außen. Da halten wir die Kamera natürlich durch. Dann können wir unser Produkt hier irgendwo positionieren. Oder selbstverständlich können wir den Würfel auch hinstellen. Und zwar so, sieht man das? Dann ist der Deckel jetzt zum Beispiel hier oben. Dann können wir einmal von hier oben fotografieren. Also praktisch so auf dem Boden. Oder wir können von hier vorne fotografieren. Dann haben wir hier auch noch das Licht. Genau, kann man sehen, ne? Da oben ist die Lichtleiste. Da ist die Lichtleiste. Dazu haben wir uns jetzt hier immer eben unsere Powerbank geholt. Was bedeutet, wir schließen hier wieder den USB-Stecker an, stecken das Ganze ein. Das befindet sich hier an der Seite. Ist wie gesagt ein Micro-USB-Stecker. Ist ja nicht schlimm. Zack, eingesteckt. Und dann geht's an. Wow, Freunde, jetzt mal, ja ganz genau, guckt euch das mal an hier. Ja, zack, was das kleine Ding hier ausmacht. Ja, und jetzt können wir natürlich hier, wie gesagt, unsere Produkte platzieren. Dazu können wir natürlich vielerlei Dinge nehmen, die wir jetzt gerade haben. Wie zum Beispiel unseren Staubsauger. Wenn man den Staubsauger jetzt verkaufen will, kann man den natürlich hier einmal reinlegen. Guck mal, wie schön der ausgeleuchtet ist. Wow. Und jetzt könnt ihr euch natürlich überlegen, ob ihr den, wie gesagt, von hier vorne fotografiert. Ihr könnt euch natürlich auch irgendwie was bauen, dass ihr den, seht ihr das, guck mal da, dass ihr den, ich muss mal die Hand ein bisschen gerade machen, so. Dann ihr den da hin, Entschuldigung, ihr könnt euch natürlich auch den Staubsauger hier so hinstellen, dann irgendwie positionieren. Weil ich das jetzt in der Hand halte, haben wir hier die kleine Biegung. Aber ihr wisst, was ich meine. Dann kann man hier von vorne schön fotografieren und durch den weißen Hintergrund kann man natürlich mit jedem Bildbearbeitungsprogramm dann auch schön was da rausholen. Oder wie gesagt, man legt den und kann auch von hier oben fotografieren. Was natürlich dann jetzt hier sinnbefreit ist. Jetzt seiten wir gehen jetzt hier einmal an die Kamera dran. Und dann sieht man natürlich, dass man hier durch das Kuckloch komplett das Ding fotografieren könnte, ohne dass man was von diesem Fotografationskreis sehen kann. Also, das ist wirklich großes Kino, weil eben halt eben auch das Licht schon mit dabei ist. Das Ding hier wirklich wunderbar steht. Das ist wahnsinnig hell. Es ist wirklich wahnsinnig hell. Also wirklich. Ich glaube, wir hoffen, doch, man kann sehen, wie hell das ist. Guck mal, wenn ich da die Hand reinhalte. Ja. Also jetzt mal wirklich, ich gehe jetzt hier mit meiner Hand rein, die ist jetzt hier in der Box. Das ist mega. Das ist fantastisch. Hell. Und wir können hier tatsächlich einmal ganz kurz unser Licht ausschalten. Zack. So, und jetzt haben wir nämlich hier wirklich nur noch das echte Licht der Box. Hier ist meine Hand und wir holen uns noch mal kurz den Sauger. Zack, guck mal hier. Also da kannst du doch wunderbar deine ganzen Sachen fotografieren. Besser geht's gar nicht. Super ausgeleuchtet, keine Schatten großartig, sag ich mal, oder nicht mehr als die sein müssen. Das hier unten natürlich ein kleiner Schatten ist, sorgt dafür, dass das ganze Produkt entsprechend gut aussieht. Wir haben da, wie gesagt, die verschiedenen Rückwände für, die wir dann ebenfalls in die Fotobox einlegen können. Die hat dann hier auch immer, ne, diese zwei Nuppis, die ausgespart sind. Und dann habt ihr hier oben auch wieder so kleine Haken, wo ihr das einhängen könnt. Da geht dann einmal einer rein auf der einen Seite. Zack.
Und dann einmal einen auf der anderen Seite. Zack. So, und dann hängt das Ding hier schon. Guck mal. Jetzt mal ohne Quatsch, Freunde. Jetzt mal ohne Quatsch. Und guckt euch mal bitte den Preis an. Guck mal, also wie gesagt, da oben sieht man, ne? Genau, da sind die kleinen Haken, da wird das dann eingehängt auf beiden Seiten. Und dann hast du hier, die Möglichkeit, das kennen wahrscheinlich die einen oder anderen, die schon fotografiert haben, wenn ihr dieses Ding einmal ein bisschen bügelt. Die waren ja jetzt einmal so ein bisschen geknickt, ne? Die waren jetzt ein bisschen geknickt. Wenn ihr das Ding hier einmal bügelt und das hier rausbügelt, dann habt ihr ebenfalls die Möglichkeit, dass wenn ihr das hier ein bisschen nach vorne zieht, dass man das hier gar nicht mehr sieht. Dann wird das nämlich eine smoothige Sache und dann kann man die Sachen hier vorne schon positionieren und hat hier überhaupt gar keine Ecke. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Schattenbild hier verschwindet, indem ihr das hier so nach vorne zieht. Seht ihr das? Und dann kann man damit nämlich arbeiten und gerade für Kleinteile, dafür ist ja auch die Box, stellt ihr die dann hier vorne hin, dann bleibt das hier ein schöner Hintergrund ohne Ecke und das ist einfach großes Kino, muss ich wirklich sagen. Wie gesagt, ihr habt insgesamt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Farben. Ja, plus ohne Farbe, ne? Plus ohne Farbe, ja. Ihr könnt ihn auch normal als Box benutzen. Das Ding sieht von außen wirklich toll aus. Ihr habt hier noch das kleine Branding. Machen wir kurz hier wieder unser Studiolicht an. Zack. Ihr habt hier, wie gesagt, das kleine Branding. Da kann man es nochmal sehen. Jawohl. Ihr habt die wunderschöne Tasche mit dabei. Dieses Licht. Also dieses Licht ist wirklich bombastisch, ja. Das sind ja gerade mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Leuchten. Aber die machen so ein Rambazamba. Also für Kleinprojekte großartig. Wer Bock an eine größere Box hat, der guckt doch mal nach. Die kriegt ihr natürlich in verschiedenen Größen. Wir haben uns jetzt dafür entschieden. Und das ist einfach nur bombastisch. Schön natürlich ist auch, dass ihr hier die Tüte mit dabei kriegt, wo man dann alle vernünftig verstauen kann. Ob das jetzt so eine Tragetasche sein muss oder nicht, muss jeder für sich selber wissen. Fakt ist, haben es besser als brauchen. Dass die mit dabei ist, finde ich großartig. Alles klar. Das Ding ist eine 10 von 10, kann ich anders sagen. Großes Kino. Teddy, was sagst du? Wow. Ist richtig. Teddy ist auch begeistert. Also was soll er auch sagen? Die kriegen wir nicht da reingestopft, aber wir gucken mal, was wir demnächst damit alles fotografieren. Schön. Kommen wir zum nächsten Produkt. Fotozelt. Mega. Also 10, hätte ich nicht gedacht. 10 von 10. Weiter geht's mit dem nächsten Produkt. Teddy. Wenn ich begeistert Teddy. Bin ich einfach begeistert. Ne? Wir machen mit dem Falle weiter. Nachdem wir uns ja angesehen hatten, die Formen, Herzform, Blümchenform etc., wo man dann jeweils die Eier in einer Bratpfanne zeitgleich zubereiten kann. Und hier hat die Bella eine Pfanne gefunden, was eine Pfanne 4 in 1 ist. Ganz genau. Das heißt, die Pfanne... Der ist aber schön. Ist der schön. Ich habe mich schon erschrocken. Da erschreckt die mich. Teddy, okay, was ist ein Herzinfarkt? Boah, ist das ein geiler Griff. Oh. Oh. Also. Oh, was ist das denn? Jetzt weiß ich nicht. Aber ist auf jeden Fall mega. Also. Ist das Holz? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Also. Aluminium. Jetzt weiß ich, was die Bella meint. Also, das ist, wir haben leider kein Fühlfernsehen. dieses Ding fässt sich. Heißt das fässt sich oder fasst sich? Schreibt mal unter in die Kommentare. Dieses Ding fässt sich wunderbar an. Das ist so butterweich. Aber ich glaube, das ist irgendwie ein Guss. Und dann in Holzoptik beschichtet oder lackiert. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist kein Holz, ne? Heatproof Handle. Ich weiß jetzt nicht. Also Hitzeschutz, ja? Das heißt, ihr könnt euch damit nicht verbrennen, weil wenn das Ding ja hier dann angebracht ist, ist klar, dann könnte ja die Hitze hier weitergestrahlt werden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Ding hier, wie gesagt, ich glaube, das ist Hartgummi. Ich glaube, das ist Hartgummi und dann ist das irgendwie Wasser getaucht. Hier Wassertransfer, das hat eine Holzoptik hat. Fakt ist, das fühlt sich wunderbar an. Der sieht wirklich wunderschön aus. Also das kann man gar nicht anders sagen. Der sieht wirklich wunderschön aus. Guckt mal da. Echt toll. Da ist das Loch für die Schraube. Hier haben wir dann, wie gesagt, die Pfanne. Damit die Schraube. Damit die vier Kammern. Zack. Und da unten. Und ich meine, der war für alle Herdarten geeignet. Wir gucken nochmal ganz kurz, damit ich hier keinen Quatsch erzähle. Wir haben hier Easy Cleaning, wegen Antihaft natürlich. Ist natürlich Antihaftbeschichtung, ist richtig. Wir haben hier ein paar Beispiele. Wir können hier ein Ei reinmachen, wir können hier eine China-Rolle aufwärmen, wir können hier einen Pfannkuchen machen und hier haben wir auch nochmal, ich weiß nicht, was das hier sein soll, hier kann man besser sehen. Ach, ein Pancake ist da, natürlich ein Pancake mit ein Stück Butter und Ahornsirup. Und hier haben wir ein kleines Apfelküchlein. Ihr könnt natürlich alles da reinpacken, ist ja selbsterklärend, das Ding ist ja nicht nur für Eier gedacht. Und nehmen wir mal ganz kurz hier den Kreuzschraubendreher, zack, und drehen den mal eben hier raus. Quitschi quatschi. Ja, der fässt sich wirklich wundervoll an. Also muss man echt sagen. Also das Ding so fühlt sich irgendwie so wirklich mega ein. Ich weiß nicht. So, dann haben wir hier natürlich, zack, ist klar, das Löchlein.
Da ist übrigens auch eine Klemmmutter mit bei. Kann man das hier erkennen? Genau, die sich dann automatisch festzieht. So, jetzt muss ich nur aufpassen, weil wenn ich das Ding natürlich rumdrehe, ist klar, dass mir das Ding rausfällt. So, nach fest kommt ab. Alles klar. Freunde, da ist sie. Da ist sie. Da ist die Pfanne. Bam! Nein, war nur ein Scherz. Aber macht man ja nicht, ne? Vielleicht kriege ich die irgendwann mal über den Schädel gezogen, wenn ich frech bin. Ich weiß es nicht. Dann schauen wir uns jetzt mal an, wie gut die Pfanne funktioniert. Fetten die ein bisschen ein, trotz Antihaft mache ich das immer ganz gerne. Wir schlagen uns mal eben zwei Eierchen in die Pfanne und sehen uns dann an, wie gut die Antihaftbeschichtung funktioniert. Große Sache und vor allem ist hier auch schön, dass man vier Sachen gleichzeitig machen kann. Für sonntags mit dem Eierbraten, toll. Ne? Brauche ich nicht mehr drei Pfannen, vier Pfannen, fünf Pfannen, nehme ich nur noch eine. Vier Eier sind fertig, super. Pfannkuchen. Und die Pfannkuchen, ist richtig. Also, wir klappen unser super Victorinox wieder. Der Teddy hält das für mich schön fest. Ja. Und wir kommen weiter zum nächsten Produkt. Yippie. Unsere Temo Glücksfee zieht das nächste Paket aus dem Riesen. Aus dem Riesen. Paket, zwei Polish Coco Bowls, zwei polierte Kokosnussschüsseln. Teddy, kannst du mir schon wieder hergeben? Ja, ich sehe schon wieder. Coconut. Coconut, kannst du kaufen? Coconut von dem Baum in den Baum, an den Baum. Also super schön. Und hier sollen wir jetzt zwei von den Coconut haben. Und zwar Hochlandgeschichtete, schöne. Ja, da, Teddy. Kokosnussschalen. So, die sind auch wieder schön verpackt. Guck mal da. Die sind auch wieder schön verpackt. Und da haben wir auch zwei Löffel. Zack. Und sind die jetzt auch aus Kokosnuss? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ist das beides aus Kokosnuss? Ja, auch die Löffel, ne? Ja, das sieht so aus. Also, wirklich schön. Also, zu der Verpackung gibt es nicht viel zu sagen. Da ist einfach nur so ein Pämmchen drauf, ne? Ist klar. Und dann hier die Kokosnussschüssel. Und ansonsten haben wir hier. Ah, das sind die großen Kokosnüsse. Das sind die richtig schönen großen Kokosnüsse. Guck mal hier. Geh mal näher dran. So. Guck mal. Coconut. Schöne Optik. Hochglanzpoliert. Da sieht man auch, dass das echtes Holz ist. Das ist also wirklich kein Plastik oder irgend so ein Shit. Das ist echtes Kokosnuss. Und da ist die von innen. Das ist also wirklich eine echte Coconut-Schale. Da sieht man auch mit den charakteristischen Eigenschaften, die jeder einzelne hat. Unterschiedlich natürlich. Und wie gesagt, das ist richtiges Holz. Wir haben hier unten noch den Schleifpunkt, ja, wo das da ein bisschen weggeschliffen ist. Da ist sie überall an den Seiten, genauso wie innen zum Essen, hochglanz poliert. Sieht wirklich wunderschön aus. Und dazu haben wir dann noch hier die beiden Löffelchen. Und das Geile ist, die sind nicht so gerade überall. Ja, ist natürlich gewachsen. Ne? Kann man jetzt hier, glaube ich, auch gut sehen, oder? Genau, die sind halt wirklich natürlich gewachsen und deswegen unterscheiden sie sich auch. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Ja, wir hatten die gesehen und haben uns gedacht, gerade im Sommer, da sitzen wir ja auch mal gerne logischerweise im Garten hin und her, da hast du mal das ein oder andere, was du magst. Und dann immer in diesem Porzellanschüsselchen, egal wie schön das ist, wenn man mal so ein bisschen Strandfeeling aufkommen lassen will und gerade nicht im Urlaub in Kroatien oder in Amerika oder wo auch immer ist, dann ist das doch schön, wenn du dir dann Eis, deine Bowl, deine wie auch immer hieraus mal schön rauslöffeln kannst, dein Obst, den Pudding, also wie auch immer. Toll. Ich finde die mega. Muss ich auch sagen. Also sieht wirklich ganz toll aus und die werden wir nochmal bestellen, dass wir davon auch nicht nur zwei haben, sondern logischerweise wenigstens sechs. Ja, ja. Ne? Wenn Besuch mal kommt, damit man das mal schön machen kann. Also finde ich wirklich großartig, sieht wirklich toll aus. Und auch so zur Deko oder wenn man den einfach mal ein bisschen schöner oder anders haben will, großartig. Viele von euch machen ja auch im Sommer mal diese schönen Strandpartys, wo ihr euch so ein bisschen Sand in den Garten reinschmeißt und da irgend so eine Juckerpalmenbude hinbaut, um mit den Freunden einfach mal ordentlich eine hinter die Binse zu kippen. Damit sind jetzt natürlich nicht die Kinder gemeint, aber die Erwachsenen wissen schon, was ich meine. Ist natürlich auch schön, wenn du dir dann deinen Wodka oben Mix hier aus dem Ding raus Cocktail süppeln kannst, weil der Löffel ist eine wunderschöne Sache. Selbstverständlich kannst du aus dem Ding hier aber auch trinken. Ja. Du kannst aus dem Ding hier auch trinken. Ist ja dann auch schön. Ist ein schönes Gimmick für Strandparty, Cocktail, Garten, Veranstaltungen. Garten. Ist richtig. Ich finde es schön. Ich finde es mega. Hätte ich nicht gedacht, dass die so schön. Wirklich toll. Ich so begeistert bin davon. Wirklich toll. Weg. So, ne, ich tue die weg.
Das waren die Cocktail-Palm-Kokosnuss-Schalen, die man vielseitig verwenden kann. Wir haben gerade noch festgestellt, die kann man auch anders, ist egal. Wir kommen zum nächsten Produkt. Daddy, ne? Alles klar. So, weiter geht's. Ne? Muss ja jugendfrei bleiben hier. Super, was haben wir? Super. So komische, unförmige Verpackungen machen mir immer ein bisschen Angst. Ich habe keine Ahnung, ne? Das kriegen wir so aufgerissen, ne? Das super, da steht schon Warning. Wenn da schon Warning dran steht, ne? Da steht da? Ja, Warning. Schön ordentlich reißen, kräftig draufhauen, gucken, was passiert. Tada! Ach, die da Brause. Steht Warning drauf, damit das nicht irgend so ein Zusteller wieder, ne? Wenn ach, das Ding, Warnung meinst ja, du? Ja, doch einfach Warnung. Wenn das Ding einzeln verschickt wird, dann steht da Warnung drauf. Ne? Manchmal werden die Sachen ja auch hier im Tütchen verschickt und dann steht da jetzt Warnung drauf. Warnung steht da aber im Sinne von, genau, dass da Beschädigungen passieren können. Das soll dann einfach nicht wieder unser toller DHL-Bote oder wie auch immer versuchen, in den Briefkasten reinzustopfen, weil da was kaputt gehen kann. Und zwar haben wir hier eine wunderschöne schwarze Start-Stopp-Automatik-Brause. Zack. Die hat da einen Durchlauf, da eine Starkdüse, hier ein Massagestrahl, ne, diesen etwas breiteren, und hier dann das ganz normale Brausenbild, so wie wir das kennen. Dann kommen wir hier zu den einzelnen, ja, hier können wir die jeweils umstellen, je nachdem, welche wir haben wollen, ist klar. Hier haben wir dann den Stopp, zack, habt ihr gehört, da kann man einmal drücken und auf der anderen Seite, zack, geht er wieder raus. Das bedeutet, da macht ihr Spülstopp, dann könnt ihr euch beim Duschen einfach mit der eingestellten Temperatur, kennt ihr ja wahrscheinlich, mir geht das manchmal immer tierisch auf den Sack, einfach Stopp machen, dann schäumt ihr euch ein und wenn ihr fertig seid, drückt ihr hier hinten wieder und kann fleißig weitergehen. Das Ganze ist natürlich ganz normal nach Norm anzuschließen auf die ganz normalen Schläuche, so wie wir die haben. Und dann können wir ordentlich damit Gas geben. Wie das Ganze im Gebrauch aussieht, blende ich euch jetzt hier als Bild einmal ein. Dann schauen wir uns dann jetzt auch einmal an mit der Start-Stopp-Funktion. Das hat wirklich super funktioniert. Also wie gesagt, die hat mehrere Einstellungen. Ich mach mal an. Zack. So, wir haben also einmal hier den Strahl. Dann können wir hier unten umstellen. Zack. Das ist geil. Das ist richtig geil. Da wird das so richtig schön vernebelt, versprüht. Und dann haben wir hier natürlich noch den Massagestrahl. So, und egal welche Einstellung, hier ist dann Stopp. Zack. Feierabend. Und drücken wir wieder drauf. Geht's wieder los. Stopp. Und los. Bombastisch. Also wirklich super. Gefällt mir hervorragend. Und dann ist es das gewesen. Weil mehr ist dazu ja nicht zu sagen. Also ich fand das Ding wirklich hervorragend und dann halt nicht mehr jedes Mal das Wasser neu einstellen. Weil es ja ganz egal, was du machst und wie das Wasser ist, ob du jetzt Fernwärme hast oder einen Boiler hast oder über Gas oder wie auch immer das Warmwasser kommt. Ich bin zum Beispiel jemand, auch schon vor Corona, wenn ich mich einschaue, mache ich natürlich das Wasser gerne aus. Nicht, weil ich ein Geizhals bin, sondern weil ich einfach wirklich dämlich finde, dass das Wasser weiterläuft. Und wenn ich jetzt natürlich die Möglichkeit habe, den Hebel nicht runterzumachen oder manche haben ja auch noch, keine Ahnung, ihr wisst, wovon ich rede. Du machst einfach hier, bang! Stopp, lalalala. Und wenn du fertig bist, machst du bang und dann spülst du dich weiter ab. Und zwar mit der Temperatur, die du eingestellt hast. In allem, wie es war. Das ist großartig. Super. Ja. Ich habe an den simplen Dingen immer Spaß. Kommen wir weiter zum nächsten Produkt. Die Mittelfinger sind weg. Ich bin dabei. Ich darf rausholen. Ja, du darfst rausholen. Das ist jetzt... Ist das das Letzte? Ist das das Letzte? Das ist das... Wir kommen Moment. Zum Finale, Freunde. Das ist das Letzte. Das ist das Letzte. Teddy, wow. Wir haben gleich Feierabend. Da ist er. Ha. Ich hole mein schönes Messerchen. Das geht leider nicht. Freunde, das ist das Gleiche wie das andere, nur anders. Was bedeutet, das war ein komischer Satz, ne? Ist richtig. Also das hier, das knüpft da an, was wir gerade ausgepackt haben. Und zwar... Wir hatten jetzt gerade die Duschbrause und hier befindet sich ein... Keine Ahnung. Paul, drücken runter in die Kommentare. Komm, lass uns ein bisschen Spiele spielen. Was ist hier jetzt drin? Richtig. Paul, drücken runter in die Kommentare. Was glaubt ihr, was da drin ist? Wir lüften das Geheimnis. Das ist schon schwer. In 3, 2, 1. Tada! Genau. Bang! Das ist... Bang! Die Riesenkopfbrause. Für die Dusche. Und ich habe da lange geguckt, weil ich wollte schon lange mal eine neue holen. Unsere ist viereckig gewesen und hat ein bisschen weniger Nuppis als die jetzt hier. Unsere viereckige hat auch noch die Nuppis,
die jetzt nicht wie die hier, seht ihr das? Das kennt ihr mittlerweile, ne? Wenn jetzt hier tatsächlich mal, wir haben ja in Deutschland alle unterschiedliche Wasserhärte gerade, ne? Wir hier in Essen haben zum Beispiel großes Glück. Hier musst du 6 Jahre das Wasser laufen lassen, dass du mal irgendwo Kalk hast. Aber in anderen Gebieten, sag ich mal, hast du schnell alles verkalkt. Dann kannst du ja hier an die Nuppis einfach einmal so dran ditschen. Dann fällt der Kalk einfach davon runter und dann ist es das gewesen. Also wie gesagt, unsere ist viereckig, hat aber ein bisschen weniger Nuppis. Die hat jetzt hier eine ganze Menge Nuppis. Und dann ist der Standardanschluss für alle gängigen Wasserbrausen, die man so hat. Hier ist ein Kugelgelenkchen, zack. Hier ist der Adapter auch nochmal geschützt. So. Da ist jetzt einmal ein Gewinde mit der automatischen Dichtung. Und da ist auch, sehe ich gerade, das ist auch toll. Zack, da ist auch ein Siebchen mit dabei. Ganz genau, zack. Hier legen auch ein schönes Siebchen mit rein. Finde ich großartig. Und dann kann man das da schön drin machen. Wie gesagt, das Siebchen kommt hier vor, dass auch kein Dreck in die Dusche reinkommt. Zack, dann einmal angeschraubt. Bedeutet, da kommt ja dann hier drauf. So, Ast rein, da haben wir schon mal fest. Wie gesagt, hier haben wir jetzt den Anschluss mit Kugelgelenk zum Verstellen der ganzen Plattform. Selbsterklärend. Schön mit dem Siebchen, dass kein Schmutz, der sich mal im Rohr verfangen oder ablösen kann, irgendwo drankommt. Und dann kannst du das Ding schön in die Dusche hängen und dann freust du dich. So, Freunde, wir sind jetzt hier im Badezimmer. Wie gesagt, das hier ist unser altes Ding. Warum auch immer ich der Meinung war, dass das Ding viereckig ist, ich habe keine Ahnung. Den lösen wir jetzt. Ich habe mir so viele angeguckt und da waren so viele viereckige und aus irgendeinem Grund war ich der Meinung, unser war auch viereckig. Naja. Schlimm, ne? Ist richtig. Also, Fakt ist, wie ihr sehen könnt, da sind hier diese Nuppis und ich habe gerade gesagt, die sind hier nicht aus diesem Silikon, sondern auch aus diesem Hartplastik. Sehen auch nicht mehr ganz so schön aus. Wir haben gesagt, wie gesagt, kein Problem mit Kalk. Bei uns haben wir mehr, dass wir so ein bisschen Rost in der Leitung haben, weswegen die Dinger hier teilweise so ein bisschen rot aussehen. Also, den macht man einfach nur ab, legt den an die Seite und dann haben wir ja hier unseren neuen Nuppi. Zack. Wie gesagt, das ist ein Standardanschluss, der an alle dran passt. Alles klar, die Dichtung hatte ich vergessen. Die Dichtung legen wir hier wieder rein, hat man gesagt, ne? Das ist ja das kleine Siebchen. Damit, wenn man irgendwie was in der Leitung ist, zack, das direkt rausgefiltert wird. Jetzt müssen wir eben hier den Anfang suchen. So, da hat er gepackt. Wunderbar. Einmal ran. Guck mal, wie schön. Wirklich schön, ne? Zack, einmal angezogen. Ja, oder? So schwarz, das ist doch gleich was ganz anderes. Das ist schon was anderes. Guck dir das mal an, ne? Das ist das alte. Wow. So, da ist das mal nochmal auch hier. So, das ist der alte. Seht ihr? Und da ist der neue. Und da im direkten Vergleich sieht man ja schon. Also der hat schon mehr Nuppis gehabt. Auch da habe ich mich wieder vertan. Ich habe gedacht, der hätte weniger. Er geht um die Fläche. Ne? Der hat also eine viel kleinere Fläche, wie man sehen kann, ja, als jetzt der neue. Was ja auch bedeutet, dass wir mit dem neuen jetzt einen ganz anderen Sprühstrahl bekommen. Und dann gucken wir uns jetzt einmal an. Dafür geht der Rob einmal hier drauf. Mach den Kopf einmal runter. Das hat man ja auch schon erklärt. Ne, ist klar. Du hast ja hier verschiedene Einstellungen. Jetzt können wir hier mal ein bisschen an die Seite gehen. Ich muss einmal runter, bring mich in Sicherheit. Machen wir das einmal an. Machen wir das einmal an. Machen wir das einmal an. Und dann. Jawohl. Guck mal, wie schön. Wenn das nicht Rainbow ist, da kommt das doch richtig schön raus. Super, oder? Funktioniert, ist dicht, hervorragend. Ich freue mich sehr.